Ja, schönen guten Tag, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem heutigen Fernsehstatement vor der Fraktionssitzung, gehalten heute von Sarah Wagenknecht. Bitte, das ist das Wort. Ja, ich begrüße Sie auch. Und auch wenn wir in der Opposition sind, werden wir natürlich diese Sitzungswoche wieder nutzen, dort politische Angebote vorzulegen, wo die Regierung leider nur Flops produziert. Ein ganz großer Flop in der letzten Woche, wo man offenbar sich noch nicht mal einig war, was man verabredet hat, ist ja das, was Frau Nahles zur Rente vorgelegt hat. Deswegen werden wir diese Woche einen ganzen Tagesordnungspunkt zur Rente aufrufen, auch mit einem eigenen Antrag. Und wir werden in diesem Antrag, machen diesem Antrag sehr, sehr deutlich, es ist kein Naturgesetz, sich mit millionenfacher Altersarmut abfinden zu müssen, sondern es ist Politikversagen. Und natürlich kann man das anders machen mit einer Rente, die wieder mindestens auf 53% erhöht wird, mit einer Rentenreform, die auf Stärkung der gesetzlichen Rente setzt und nicht auf abstruse Riester-Produkte und eine Betriebsrente, die natürlich ganz ähnlich wie Riester auch wieder von privaten Anbietern vor allem dazu genutzt würde, ihre eigenen Provisionen zu erhöhen und wo ja nach Frau Nahles Idee noch nicht mal die eingezahlten Beiträge sicher sein sollen. Also das werden wir diese Woche im Parlament aufrufen und wir finden es wirklich ein Trauerspiel, dass sich ja, von der CDU/CSU gar nicht zu reden, aber eben leider auch die SPD bisher in keiner Weise so bewegt, damit in Deutschland wenigstens so ein Rentenniveau, ein Rentensystem aufgebaut werden könnte, wie wir es in unserem Nachbarland Österreich haben. Das zeigt, das ist auch keine irgendwie versponnene Idee, sondern das ist wirklich ganz reale Politik. Die könnte man machen, die könnte man sofort machen. Und zumindest Ihnen da die Argumente vorzulegen, das sehen wir dann als unseren Job an. Ja, Frau Nahles hat sich ja inzwischen lieber auf andere Bereiche fokussiert. Sie legt jetzt vor ein Weißbuch Arbeit 4.0. Das kommt so schön modern daher. Und wenn man sich das allerdings genau anguckt, geht es doch eigentlich nur darum, die Digitalisierung als Vorwand zu verwenden, um die Arbeitszeitregeln weiter aufzuweichen und um dem 8-Stunden-Tag wirklich endgültig das auszugeben. Und wir finden das wirklich ein ganz fatales Vorhaben und dass das wiederum von einem SPD-geführten Arbeitsministerium kommt, ist doch eigentlich unglaublich. Ich meine, wir haben doch heutzutage nicht das Problem, dass die Menschen nicht flexibel genug sind. Wir haben ja immer mehr Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die sowieso schon von den Arbeitgebern immer wieder mit der Anforderung konfrontiert werden, ständig erreichbar sein zu müssen, auch am Wochenende, auch am Abend. Wir haben eine Umverteilung von Arbeitszeit. Ein Teil der Bevölkerung ist ständig eigentlich überarbeitet, deswegen nehmen ja auch Krankheiten zu, die aus Leistungsstress resultieren. Und andere Menschen haben eben nur Minijobs oder haben eben auch gar keinen Job. Also da sollte eine sozialdemokratische Arbeitsministerin tatsächlich einen Handlungsbedarf sehen und nicht darin, den Rest an Arbeitszeitregeln, den es immerhin in diesem Lande noch gibt, weiter aufzuweichen. Und was wir richtig perfide finden, ist ja auch wieder das Winken mit dem Tarifvertrag, also so wie auch bei der Leiharbeit, dann in Zukunft mit Tarifverträgen die Regelungen weiter verschlechtert werden können. So soll das ja auch in diesem Falle so sein, wobei die Gewerkschaften natürlich immer in einer Erpressungssituation sind. Und wer möchte, dass Gewerkschaften in diesem Land immer weniger Anklang finden, auch bei den Beschäftigten immer weniger als Interessenvertretung anerkannt sind, der muss genau solche Tarifvertragspolitik diesen Gewerkschaften oktroyieren. Also wir finden das absolut fatal. Tarifverträge sind dafür da, die Situation der Beschäftigten zu verbessern und nicht solche Verschlechterungen einzuführen. Was wir stattdessen fordern, wäre eine Ausweitung der Mitbestimmung der Betriebsräte über Arbeitszeiten. Da wäre tatsächlich einiges zu tun. Und auch in dem Kontext gibt es diese Woche einen Antrag von uns, nämlich generell die Situation, die Arbeitsbedingungen von Betriebsräten in Deutschland zu verbessern, weil wir immer mehr Beispiele haben. Wir hatten auch letzte Woche eine sehr gut besuchte Betriebsrätekonferenz hier im Bundestag von der Linken organisiert. Und dort haben wir sehr plastisch geschildert bekommen, wie vehement, wie dominant inzwischen Betriebsräte von den Arbeitgebern angegriffen werden, wie sie dort, wie ihre Arbeitsbedingungen verschlechtert werden. Wir finden,
Das darf so nicht weitergehen. Und die Politik ist mitverantwortlich dafür, weil natürlich die Prekarisierung, die vielen Billiglohnjobs auch die Arbeit von Betriebsräten erschweren. Weiteres Thema der Bundesregierung, mehrfach aufgerufen, jetzt schon wieder, Bundeswehreinsatz im Inneren. Und es ist immer die gleiche Leier. Angeblich braucht man das, um Terrorbekämpfung zu machen. Ich finde, München im Sommer hat sehr deutlich gezeigt, dass eine gut ausgestattete Polizei das sehr wohl auch alleine kann. Nur das Problem ist eben, wie die Polizei in Deutschland ausgestattet ist, nach einem jahrelangen Stellenabbau in den einzelnen Bundesländern. Und wir haben ja immer noch eine Finanzsituation in vielen Bundesländern, die es kaum erlaubt, Polizeistellen aufzubauen. Auch die technische Ausstattung ist im Argen. Also da sollte man etwas tun, anstatt jetzt die Bundeswehr auf Einsätze im Inneren vorzubereiten, was auch komplett grundgesetzwidrig ist. Mit Interesse verfolgen wir natürlich auch die Debatte in der SPD über die Kanzlerkandidatur. Ich kann nur sagen, natürlich ist das nicht unser Job, uns da Gedanken zu machen, aber ich würde mir natürlich schon wünschen, jetzt nachdem klar ist, dass die CDU-CSU sich auf ein Weiter-so mit Frau Merkel, das heißt 4 weitere Jahre Politikverdrossenheit, 4 weitere Jahre Stillstand, 4 weitere Jahre soziale Spaltung, dass die CDU-CSU darauf setzt, dann wünschen wir uns natürlich, dass es die Option einer Alternative gibt. Und das setzt voraus, dass es auch einen starken Herausforderer oder eine starke Herausfordererin gibt, die dann auch tatsächlich Frau Merkel Paroli bieten kann. Nur das setzt vor allem voraus, dass es jemand ist, der glaubwürdig ist und der tatsächlich auch sozialdemokratische Inhalte vertritt. Da ist es natürlich im jetzigen Personaltableau der SPD nicht allzu üppig damit bestellt. Nun finden aber offensichtlich in der SPD eher Debatten darüber statt, wie man überhaupt zu jemandem kommt, weil wahrscheinlich doch die meisten vielleicht auch nicht so ganz glücklich sind mit den Namen, die da gehandelt werden. Also Frau Barley möchte ja deswegen eine Urabstimmung machen. Frau Nahles findet das wiederum gar nicht so gut. Und was ich besonders spannend fand, ist jetzt die Einlassung von Frau Kraft, dass sie offenbar der Meinung ist, sie wisse sowieso schon, wer es wird. Dann kann man natürlich auch die Öffentlichkeit irgendwann mit diesem Vorschlag vielleicht auch bekannt machen, wenn das sowieso schon ausgemacht ist. Also das fanden wir jetzt doch irgendwie bemerkenswert. Aber wie gesagt, eigentlich ist es nicht die Frage des Wie, sondern die Frage des Wer. Und wir sind wirklich überzeugt, es hätte auch keinen Donald Trump als US-Präsidenten geben müssen, wenn die Demokraten mit einem glaubwürdigen Hoffnungsträger an diese Wahl gegangen wären. Und das sollte doch der SPD zu denken geben, zumal wir jetzt sowieso in Europa, auch um uns herum, eine zunehmend schwierige Situation haben. Wir haben nächstes Wochenende die Wahl in Österreich, das Verfassungsreferendum in Italien, wo in beiden Fällen nicht klar ist, wie das ausgehen wird und wo natürlich die große Zahl der Menschen, die sich von der Politik im Stich gelassen fühlen, auch zu Ergebnissen führen kann, wo dann wieder alle ganz geschockt und ganz irritiert sind. Nächstes Jahr wird die Wahl in Frankreich sein. Die Konservativen haben jetzt jemanden aufgestellt, der wirklich für Thatcherismus in Frankreich steht. Ob das jetzt tatsächlich die Alternative, die überzeugende Alternative zu Frau Le Pen ist, muss man sich auch fragen. Also gerade in einem solchen Umfeld wäre es wirklich gut, wenn wir in Deutschland nicht auf weiter so, sondern endlich auf eine sozial glaubwürdige Politik setzen könnten.